Schau, Prinzessin. Das ist doch irgendwie überall, gell? Ja. Immer noch nicht gefärbt. Morgen. Morgen. Was sollen denn diese Figuren kosten? 1-2 Euro. 1-2 Euro. Mhm. Lego Sports habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Pity. Ja. Sind nur ein paar Spiele und ich meiste DVDs. Mhm. Ah, okay. Und nur PC-Spieler, gell? Ja. Okay. Morgen. Morgen. Das sind beste Spiele, das ist ein Film. Da hätten wir die PS4 gleich, die ganze. Okay. Wahrscheinlich habt ihr selber eine, wenn. Genau. Zwischen 5 und 10 Euro. Und halt aufs Spiel auch an. Wir wissen, wir sind am Flohmarkt, deswegen kommt da ein Gegenpreis. Also. Tatsächlich habe ich das. Sport interessiert mich ja gar nicht. Ja, gut, das sind halt auch alte Spiele, die kannst du. Teilweise. Kleine Kinder halt. Nein, aber nicht alle. Nein, 60, also die Sport. Achso, okay. Die Also, ich bin hier Kommissar dann, wenn ich was da gespielt habe. Das hast du schon, gell? Mhm. Das sieht man also am, zwei Spieler. Ja, das sieht man am Shirt. Genau. Würde ich für einen 5er mitnehmen. Ja, ja passt. Ja? Das ist das Dark Souls auch interessiert, das hätte ich eigentlich für einen 10er weggeben, aber 2 zusammen hätte ich gesagt 10. 2 mal 10er? Ja. Dark Souls Remastered, haben wir es eh noch nicht so. Aber ich glaube, das ist recht schwer, ne? Also es ist ein anspruchsvolles Spiel, mhm. Aber du hast halt auch verschiedene Schwierigkeitsstufen auch noch drin im Spiel. Ich habe es ein bisschen gespielt, weil ich dachte mir so, da hatte ich halt keine Zeit mehr. Mhm. Aber es ist schon zu fordern, also. Ist aber sein Mühen wert. Ja komm, mach mal. Morgen. Morgen. Meine Kosten. 10 Euro. 10 Euro. Ja, dazu, danke. Morgen. Ich bin mit dir. 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 Ich bin mit d
Das ist aber genial. Morgen. Morgen, hallo. Was wollt ihr denn für den zweiten Esther? Für den DS? Ja. 70. Mhm. Oh. Mit dem Spieler oder? Mit einem Spiel können wir das machen. Genau, danke. Was kostet ein Spiel? Mario verkauft mir für 10 und die anderen sind alle 5 Euro. Mhm. Ja. Was ist denn da dabei? Was ist denn? Sorry. Ohne Anleitung. Was heißt denn? Was ist das? Das wäre jetzt, als würde man nicht haben. Ja, stimmt. Ja, ich weiß. Ist 4 okay? Was ist denn das? Ja. Okay, danke. Morgen. Morgen. Wo ist das eigentlich hin? Ägypten. Das ist das. Ich glaube, die noch nicht dran muss. Und dieser Kratz. Wegen dem Ganzen, ja. Skater. Ja, es sind auch ein paar drin. Morgen. Ja, Genshin Impact. Genshin? Spiele ich leider nicht so. Nicht? Also. Solltest du. Bist du auch von Genshin? Boah. Ja, gut gefragt, ja? Ich glaube schon. Also ich habe es begonnen. Mhm. Ist cool, aber so weit bin ich noch nicht zumindest. Okay. Schau mal, das ist süß. Kann man nehmen. Ja. Den wollte ich eh haben. Also einen von den beiden wollte ich. Der Preis, was draufsteht, ne? Ja. Ja? Passt. Einmal 5 Euro. Ich weiß. Freut mich. Bitte sehr. Dankeschön. Dankeschön. Das haben wir gern gespielt. Aufmachen. Ja. Das Grunde. Gibt's für 5 Euro auch, ja? 7? Ich wollte auch 7 sagen. So, Meister, nun musst du dich entscheiden. Ja, mach mal 7, passt. Perfekt. Ja. Danke. Sie hat drin meinen Rucksack vergessen. Oh. Ja, das ist. Nein, ich hab.
Ich hab gewusst, irgendwas habe ich vergessen. Passt. Danke. 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 Tschüss. Wie viel fürs Kartenspiel? 1 Euro. 1 Euro. Was suchst du? Das habe ich noch zu Hause. Wirklich? Ja. Ja, die Tochter. Und diese Wintertrottel, mein Sohn hat so vor wirklich? Wahnsinn. Aber glaubst du, gefällt dir das? Ja. Weil du kannst mit der Knete? Ja, stimmt. So, was kann man machen? 3 Euro. Ja? Passt. Ist super, ja. Was sollten so eine blaue kosten? 5 Euro Stück. Okay. Ja. Das ist schade, schau her mal. Warte. Da. Mhm. Das ist richtig schade. 5 Euro das Blaue. Da unten. Und das da und das da. Da. Das da. Oh. Was kostet eine Figur? Die Figur 4 Euro. Okay. Und das da? Das kostet dann 7 Euro. Dann haben wir da 10, 15. Ah. Hast du das? Hast du die oder nicht? Die Karten? Ja. Na, wenn es nicht da ist, dann hat es. Wenn es da noch ist. Nein, rausgeflogen. Die ersten Kinder, wo sie sich überlegen, haben die Grippen. Okay, die unterigen. Jetzt haben sie viel Gegenwert. Das 30 Euro. So, das ist leer. Also. Was ist evakuieren wir es nicht. Evakuieren. Das ist auch zum RTW nur da drin. Jetzt wäre es interessant, dass wir die rauskriegen. Strom hast du keinen, gell? Strom? Ja. Ja. Direkt jetzt nicht, nicht? Auch entscheiden. Ne, dann machen wir 35 von mir, ja. Dann passt. Mit dem Pad. Aber in der Kiste, in der Seos, vielleicht kommt irgendeiner. Okay. Ein Samariter. Irgendein Samariter. Teilt sich das? Ja. Na, das ist ja doof, wie du gesagt. Ziehen. Ja. Der fällt auf. Der fällt auf, wenn wir die verlieren. Sind wir 20, sind wir auf 30. Und so, dann brauchen wir noch einen 5er, bitte. Da. Wenn man was vorbereitet. Super, dankeschön. Ja. Viel Spaß damit. Schwere Verhandlung, aber gut gemacht. Dankeschön. Ja. Da hast du noch nicht mit Jugo verhandelt. Tja. Das sind die Höchste drauf. Ja, es gibt schon Preise, ja. Ja, aber also auch von den Österreicher. Schau, sie hat dafür sortiert schon, schau. Ja, das ist sehr nett. Ich kenne mich ja nicht aus, mir ist wurscht. Ich bin kein Computerspieler. Das zusammen auf jeden Fall. Ja, das gehört zusammen. Die Figuren mit dem Braun und die auf Plattform. Genau. Was tun die, was macht die Plattform da, das Ding? Da kannst du die draufstellen und die kann man dann im Spiel verwenden. Ja, dann sind die da. Also für Kinder ideal. Ja, okay. Für Kinder perfekt. Ich bin ja ganz so durch den Film. Super. Na, vielleicht spielst du das ja selbst mal, ne? Nein, mein Computerspiel war das mit den Balken. Okay. Alleyway. Ja, was weiß ich, wie das heißt. Alleyway. Ich am Fernseher. Passt, danke dir, gell? Ciao. Ah, da ist sie. Oh ja, schau, da. Ist das PC oder Konsole? Nein, Konsole gerade. Wo hast du das denn? PC habe ich eins da. PC ist nämlich nicht interessant. Was hast du? Ja, schau mal bitte. Was sag ich? Ja.
Er schaut nachher auch Spieler. Okay. Machen wir mal. Xbox. Grundsatzfrage, was soll das kosten? Bevor wir. 4 Euro Stück. Sport. Kampf, Shooter. Sport. Das ist PC, Landwirtschaft. Für mehr Sport. Für mich leider nichts dabei, aber danke trotzdem, gell? Okay. Dankeschön. Ciao. Also das Gamepad habe ich mit euch gekauft im Bundle um 10 Euro. Das habe ich noch geschenkt dazu bekommen. Dann eine Leerhülle Steelbook, Pokémon 3DS, Sonnen Edition. Für 3 Euro. Für 3 Euro, genau. Ja. Und die ganze Kiste noch um 7 Euro. Mhm. Hallo. Ich nehm's auch gerne. So. Was kommt mir ein Film kosten? Was soll denn ein Heft kosten? Die 75 sind genau 1 Euro die 58. Okay. Danke. Was soll das kosten? Ich bin jetzt drin an der Spur. Ist auch okay.
Hallo Leute, wir waren wieder auf einem Flieflaflohmarkt und haben uns schöne Dinge gefunden. Wir haben hier zum Beispiel Left Alive für die PS4. Dafür wollte der Mann 5 Euro haben. Und für Dark Souls Remastered wollte er 10. Und er hat uns dann angeboten, beide Spiele für 10 Euro zu nehmen und wir haben sie gerne mitgenommen. Und als nächstes haben wir einen Pokémon Trading Card Koffer zum 25. Jubiläum. Und darin haben wir noch 2 Trading Card Booster, einen Block und einen Stickerbogen. Und dafür haben wir 5 Euro bezahlt. Und ein bisschen weiter haben wir noch ein paar andere schöne Dinge gefunden, wie zum Beispiel hier dieses Turtles Quartett. Dafür wollte die Dame 1 Euro haben. Und dann haben wir hier noch zum Beispiel einmal von den Aristocats ein Plüschtier für unsere Tochter, einen Bowser, dann hier einmal für Playmobil, dann hier dieses Lanyard, das ist vom heutigen Smith Toys, das war früher der Toys R Us und Kindheit musste ich einfach mitnehmen. Dann haben wir hier noch 2 Pokémon, einmal ein Enton und ein Mauzi. Dann haben wir hier dieses Turtok, das ist aus 1999. Und hier diese Hello Kitty, die hat sie uns danach noch geschenkt. Und für alles haben wir dann 3 Euro bezahlt. Und hier haben wir noch Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2. Für dieses wollte die Dame 5 Euro haben, ist zwar leider ohne Anleitung, aber für 4 Euro hat sie es uns dann auch gegeben. Und hier kommen wir zu unserer Bundle-Geschichte. Unser Freund hat das Wii U Pad für 10 Euro genommen und wir hier die Spiele für 25. Wir haben 2 PS3 Spiele, einmal zum Beispiel Band Hero mit der Anleitung, dann Mortal Kombat und ja, leider, man sieht es, vorne, hinten ist das Cover beschädigt, aber vorne sieht man schön das Bild noch und die CD ist in einem guten Zustand und die Anleitung ist auch dabei. Dann haben wir 2x Super Mario 3D World, einmal so noch halb verschweißt und einmal offen. Dann haben wir Lego der Hobbit mit der Anleitung, Lego Avengers auch mit der Anleitung, dann Lego Jurassic World, auch die Anleitung dabei. Und hier haben wir die Lehrhülle von Super Smash Bros. Ja, vielleicht kann man es mal brauchen. Und hier haben wir ein süßes My Little Pony Kleid mit der Rainbow Dash und unsere Tochter liebt sie und für 1 Euro haben wir das mitgenommen. Und die Dame hat dann hinten auch noch ein paar Dinge gehabt, um 10 Cent in einen riesigen Beutel und ja, ein paar Dinge sind für uns und für unsere Tochter mitgegangen. Wir haben hier zum Beispiel eine Musikdose von Mickey und Minnie, Pluto und Goofy ist auch noch drauf. Und dann haben wir hier eine Schleichfigur mit Batman. Einmal hier die Peach, einen Toad und ein Mario ist auch dabei. Ja, dann haben wir noch ein paar My Little Pony und Einhörner gefunden. Zum Beispiel hier die Fluttershy, zwar ohne Kleid, aber irgendwas werden wir schon haben. Rainbow Dash, ein Playmobil-Einhorn, ein Stoff-Einhorn. Und hier zum Beispiel die Spardose von Kinderüberraschung. Für 10 Cent, finde ich, kann man die Sachen gerne mitnehmen. Einmal waschen und alles ist gut. Dann haben wir hier einen kleinen Fabius, einen Gummibär. Und die 2 Dinge habe ich hier auch nochmal vergessen. Hier haben wir eine Batman-Figur. Ich vermute, das war mal eine Art Wecker. Und einmal die Sissi-DVD. Ja, und die Dame wollte für jedes Stück 10 Cent haben und für 2,50 haben wir 25 Dinge mitgenommen. Und dann haben wir hier noch 3 Magazine gefunden. Einmal total tierlieb und 2 Diddle Käseblätter. Unsere Tochter liebt Katzen und natürlich haben wir uns gedacht, das müssen wir gleich mitnehmen. Und ja, er wollte pro Stück 1 Euro und 3 Euro haben wir gezahlt. Und dann haben wir hier ein Wii-Spiel, Pangya Golf with Style. Und das fehlte auch noch in unserer Golfsammlung. Und für 1 Euro haben wir es gerne mitgenommen.
bei einem anderen Stand wollte der Herr für die Spiele je Stück 4 Euro haben. Wir haben uns einmal Guitar Hero Metallica ausgesucht mit der Anleitung und einmal Brutal Legend auch mit der Anleitung. Und für 6 Euro haben wir dann beide bekommen. Und wenn euch das Video wieder gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, ein kostenloses Abo und über Kommentare freuen wir uns auch sehr. Danke euch!